Game Boy Advance Kalender. Ich fühle mich geehrt, euch heute das vierte Fensterchen des Game Boy Advance Kalenders zu präsentieren. Danke an Dennis für den tollen Jingle. Ich konnte leider nicht drum herum mitzusingen bei solch lieblichen Klängen. Nun, The Legend of Zelda Minish Cap. Oder Minish Cap. Oder Mininish Cap. Es ist ein Fantasy-Name, also was soll's. Ein wunderbares Kleinod der Zelda-Reihe. Es hat nie die Popularität der großen Konsolenklassiker erreicht, ist aber dennoch irgendwie bekannt und hat irgendwie seine Fans. Ich weiß noch, dass ich damals extra auf dieses Spiel gespart habe, um es endlich um Ostern herum käuflich zu erwerben. Leider fehlte mir das nötige Kleingeld, um mir den wunderhübschen Game Boy Advance im Zelda-Stil dazu zu kaufen. Aber ich hatte eine liebe Mama, die mir dann das Restgeld dazu schoss. Und mit dieser kleinen Geschichte möchte ich unterstreichen, dass ich dieses Spiel eigentlich immer nur im Frühling spiele, da ich damit verbinde, mich im Frühling auf eine Picknickdecke im Garten niederzulassen und in Hyrule abzutauchen. Worum geht es denn hier? Wir haben Link und Zelda, die zu einem hübschen kleinen Stadtfest gehen, dann macht sich der Bösewicht bemerkbar für Steinert Zelda und es hat auch sonst eine sehr typische Zelda-Handlung. Was in diesem Spiel die Besonderheit ausmacht, ist, dass sich Link mittels eines sprechenden Mützchens schrumpfen und vergrößern kann. Diese Mütze hat natürlich auch eine Hintergrundgeschichte, aber die möchte ich hier nicht weiter beleuchten. Ihr sollt ja auch noch was von dem Spiel haben, falls ihr reinschauen wollt. Eine weitere Besonderheit, die das Spiel mit sich bringt, sind natürlich die Minish. Diese sind ein kleines Volk, das nur von Kindern gesehen werden kann, aber eigentlich überall zu finden ist. Man entdeckt zum Beispiel, dass sie dem Schuhmacher während seiner ausgedehnten Nickerchen helfen oder dass sie über einem Café wohnen und Reste aufsammeln. Was mir hier besonders gefällt, sind die liebevollen Details. Man sieht, dass sie das nutzen, was Menschen liegen lassen oder was eigentlich halt gar nicht für sie vorgesehen war. Mich erinnern sie definitiv an kleine Wichtel, da sie auch weitestgehend freundlich gesinnt daherkommen. Die Spielmechanik finde ich ziemlich gut gelungen, die Gegenstände sind mitunter recht witzig und es geht alles recht locker von der Hand. Rätsel sind meistens etwas zu einfach, aber es ist eben auch ein Zelda-Spiel. Im Game gibt es zudem die Möglichkeit, Glücksfragmente zu erwerben und mit anderen Menschen, die das passende Gegenfragment besitzen, zu vereinen. Das führt dazu, dass neue Orte, Schätze oder Events freigeschaltet werden. Teilweise muss man sogar Fragmente vereinen, um in der Handlung weiterzukommen. Natürlich ist es Geschmackssache, ob man das nun gut findet oder nicht. Ich finde die Idee in Ordnung, aber es hat mich an einzelnen Stellen etwas gestört, Wege mehrmals abzugehen, um das richtige Fragment zu finden. Das Spiel ist voller kleiner Möglichkeiten für Entdeckungen, die nicht unbedingt zur Handlung beitragen, aber die Welt lebendiger gestalten. Hyrule ist hübsch wie immer dargestellt, obwohl die Minish es sich schon wesentlich hübscher gemacht haben. Wer ein kleines, aber feines Spiel sucht und allgemein Look oder Spielmechanik von Zelda-Games mag, wird hier auf seine Kosten kommen.